Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Deutschlands größter Energieversorger E.ON will sich komplett neu aufstellen. Künftig soll der Schwerpunkt auf den erneuerbaren Energien liegen und die konventionelle Stromerzeugung aus Gas, Kohle und Atomkraft in eine neue Gesellschaft abgespalten werden. Der Aufsichtsrat hatte die Strategie gestern Abend beschlossen. Heute gab Vorstandschef Tyson Einzelheiten bekannt. Arbeitsplätze sollen nach Angaben des Vorstands nicht abgebaut werden. Es ist ein radikaler, ein harter Schnitt, den E.ON heute vorgestellt hat. Doch aus Sicht von Konzernchef Johannes Tyson ist er dringend nötig. Denn die herkömmliche Stromproduktion aus Kohle, Gas und Atomenergie bringt nicht mehr genug Geld ein. Die Zukunft sieht man in den erneuerbaren Energien. In keine andere Art der Stromerzeugung fließen weltweit so viele Investitionsmittel wie in die Erneuerbaren. Ein Trend, der nicht abebben, sondern sich sogar noch verstärken wird. Die Idee, der Konzern will sich ein neues grünes Image geben. Ab 2016 wird E.ON deshalb aufgespalten. Die Stammgesellschaft E.ON mit 40.000 Angestellten behält die aussichtsreichen Geschäftsfelder erneuerbare Energien, Energienetze und Kundenlösungen. Das bisherige, nicht mehr lukrative Kerngeschäft mit konventioneller Stromerzeugung und Energiehandel wird in eine neue, noch namenlose Gesellschaft ausgelagert mit 20.000 Mitarbeitern. Auch Bundeswirtschaftsminister Gabriel begrüßt die beschlossene Neuausrichtung. Nach dem, was ich jetzt weiß, wird E.ON auch dafür Sorge tragen, dass sie die Rückstellungen, die sie machen mussten zur Entsorgung der alten Atomkraftwerke, des Atommülls, dass das gesichert ist. Die Grünen befürchten, E.ON schaffe eine Art Bad Bank, also eine Auslagerung der risikoreichen Geschäfte für seine Atomkraftwerke und letztlich müsse der Steuerzahler für ihren Rückbau bezahlen. Der Konzern wies solche Befürchtungen zurück. Außerdem betonte E.ON, durch den Umbau würden keine Arbeitsplätze gestrichen werden. Im Gegenteil, man wolle so die bestehenden Stellen sichern. Als erster der großen Energiekonzerne setzt E.ON jetzt auf erneuerbare Energien. Kritiker sagen, es ist eine überfällige Wende. Sie hatten schon lange angemahnt, der Energiekonzern müsse sich den neuen Realitäten in der Energiebranche stellen. Möglicherweise werden jetzt auch die anderen Energiekonzerne dem Beispiel von E.ON folgen. Weitere Hintergründe zum E.ON-Umbau finden Sie auf tagesschau.de, unter anderem ein Interview mit dem WDR-Energieexperten Jürgen Döschner. Die Piloten der Lufthansa sind erneut in den Streik getreten. Derzeit sind Kurz- und Mittelstreckenverbindungen betroffen, von morgen an dann auch Langstreckenflüge. Hintergrund ist vor allem die Auseinandersetzung um die betriebliche Frührente. Hinzu kommt aber auch, dass die Lufthansa übermorgen ein neues Billigfliegerkonzept beschließen will. Hier laufen schon zu normalen Zeiten viele Fäden zusammen, im Kontrollzentrum der Lufthansa in Frankfurt am Main. Jetzt haben die Mitarbeiter alle Hände voll zu tun mit Umbuchungen oder Hotelreservierungen. Denn rund 1.400 Flüge muss das Unternehmen streichen, weil die Pilotengewerkschaft die Arbeit niederlegt. Im Kern geht es in dem Streit ums Geld und die Vorruhestandsregelung für die Piloten. Aber es steht auch der Plan der Lufthansa im Raum, eine neue Billigfluglinie aufzubauen. Wir brauchen zusätzlich zu unserer Kernmarke, zu unserem Kerngeschäft eine Low-Cost-Variante, weil eben viele Passagiere sagen, ich möchte in Urlaub doch günstiger fliegen können. Und da möchten wir unser Angebot ergänzen und das werden wir auch tun. Mit dem neuen Konzept will die Lufthansa Personalkosten auch bei den Piloten verringern. Am Mittwoch will der Aufsichtsrat darüber beraten. Offiziell spielt dieser Punkt in den Verhandlungen zwar keine Rolle, er beunruhigt aber die Gewerkschaft. Generell verschiedene Themen schwingen natürlich im Hintergrund mit. Die Einstellung des Unternehmens uns gegenüber, die wir im Augenblick wahrnehmen, ist, wir wollen keine Tarifverträge mehr mit euch abschließen. Wir sehen euren tariflichen Schutz, den ihr habt, nicht mehr als legitim an. Wir wollen uns davon verabschieden. Wir wollen lieber außerhalb der Tarifverträge Personal einstellen. Mehr als 150.000 Passagiere sind von dem neuen Streik betroffen. Morgen wird der Ausstand auch auf die Langstreckenverbindungen ausgeweitet und auch auf die Frachtflieger von Lufthansa Cargo. Bei der geplanten Pkw-Maut sind deutsche Autofahrer möglicherweise nicht dauerhaft vor Mehrkosten geschützt. Das Bundesfinanzministerium will bei eventuellen späteren Anhebungen der Maut keine gleich hohe Entlastung bei der Kfz-Steuer garantieren. Das geht aus dem Gesetzentwurf hervor.
Die SPD signalisierte, sie werde keinem Mautpaket zustimmen, in dem deutsche Autofahrer durch die Hintertür doch noch belastet würden. Verkehrsminister Dobrindt wies die Bedenken zurück. Noch ist die Pkw-Maut nicht eingeführt, da streitet man schon über mögliche Erhöhungen in der Zukunft. Für ihre Einführung 2016 gilt aber weiter der Grundsatz. Es wird keine Mehrbelastung für deutsche Kfz-Halter geben. Ich halte mich streng an den Koalitionsvertrag. Das bedeutet, mit der Einführung der Pkw-Maut 2016 sinkt in gleicher Höhe für die Fahrzeughalter die Kfz-Steuer. Später allerdings, ab 2018 nach der nächsten Bundestagswahl, kann sich das ändern. Sollte dann die Pkw-Maut steigen, sind durchaus mehr Belastungen für die Autofahrer möglich. Denn dann entscheidet aus Sicht des Finanzministeriums das neu gewählte Parlament über die Höhe der Pkw-Maut mit Blick auf die jeweilige Finanzlage des Bundes. Das hat vorrangig damit zu tun, dass wir an dieser Stelle das Budgetrecht des Deutschen Bundestages zu respektieren haben. Das heißt, wir können nicht dem Gesetzgeber vorgreifen und in die Zukunft hinein Aussagen treffen. So steht es nun auch im entsprechenden Gesetzentwurf. Künftige Änderungen der Infrastrukturabgabe erfolgen losgelöst von der Kfz-Steuer. Koalitionspartner SPD fürchtet nun eine Steuererhöhung durch die Hintertür. Wir werden die Katze nicht im Sack kaufen, keine verdeckte Steuererhöhung durch die Kraftfahrzeugsteuer. Darauf werden wir achten, wenn der Gesetzentwurf eingebracht ist. Dagegen argumentiert das Verkehrsministerium, steigt die Maut, könne die Kfz-Steuer nicht automatisch sinken, denn das verstoße gegen das EU-Recht. Deutschland bleibt ein Magnet für Zuwanderer. Etwa 465.000 Menschen kamen im Jahr 2013 dauerhaft in die Bundesrepublik. Beliebter als Zuwanderungsland seien nur die USA. Diese Daten veröffentlichte heute die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Zuwanderer hierzulande zum dritten Mal in Folge so stark gestiegen wie in keinem anderen der 34 OECD-Staaten. In Deutschland hat inzwischen jeder fünfte Bürger ausländische Wurzeln. Das sind 16 Millionen Menschen. Mit den Berufschancen von Jugendlichen aus diesen Familien hat sich der Integrationsgipfel in Berlin befasst. Regierung und Migrantenverbände zeigen sich einig, dass mehr für die Ausbildung von jungen Menschen getan werden müsse. Beschlossen wurde eine sogenannte assistierte Ausbildung. Geplant sind 10.000 Lehrstellen mit individueller Betreuung. Der ehemalige polnische Ministerpräsident Tusk ist neuer EU-Ratspräsident. Er ist der erste Osteuropäer in diesem Amt und tritt die Nachfolge des Belgiers Van Rompuy an. Als zentrales Thema seiner Amtszeit nannte Tusk die Bekämpfung der Wirtschaftskrise in Europa. Der Ratspräsident organisiert die Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs und vermittelt zwischen den Mitgliedstaaten. Der neue und der alte Ratspräsident heute in Brüssel. Der Belgier Herman Van Rompuy übergibt nach 5 Jahren den Vorsitz an Donald Tusk, zuletzt Ministerpräsident in Polen. Das ist der neue Ratspräsident beim Joggen und häufig sieht man ihn auch auf dem Fußballplatz. Tusk in den 80er Jahren, Mitglied der verbotenen polnischen Gewerkschaft Solidarność im Kampf gegen das kommunistische Regime. Tausende wurden damals verhaftet, Tausende mussten sich verstecken. Und ich habe meinen Job verloren. Tusk muss sich 7 Jahre lang durchschlagen mit riskanten Arbeiten an Schornsteinen und Hochhäusern. Es folgen ein Geschichtsstudium und 20 Jahre als liberaler Politiker. 2007 wird Donald Tusk polnischer Ministerpräsident. Er versteht sich gut mit Angela Merkel, gilt als pragmatisch, europafreundlich und konsensorientiert. Ende August steht dann fest, Tusk wird der neue Ratspräsident. Ich werde mein Englisch aufpolieren, sagt er selbstironisch. Zum Amtsantritt bin ich dann soweit. Man durfte also gespannt sein heute. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu arbeiten. Das war Französisch. Ich hoffe, das ist aufgefallen. Und dann bekam er noch das Glöckchen für den Fall, dass die Hitzköpfe unter Europas Regierungschefs sich in keiner Sprache bändigen lassen. In der ehemaligen Sowjetrepublik Moldau hat sich bei der Parlamentswahl eine knappe Mehrheit der Bevölkerung für eine engere Anbindung an die EU entschieden.
Nach Auszählung fast aller Stimmen liegt das pro-westliche Lager vorn. Damit könnte die bisherige Regierung ihren EU-freundlichen Kurs fortsetzen. Die Opposition will dagegen eine stärkere Anbindung an Russland. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 56%. Die prorussische Partei Patria war kurz vor der Abstimmung wegen des Vorwurfs illegaler Finanzierung aus dem Ausland ausgeschlossen worden. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat seinen russischen Amtskollegen Putin in Ankara empfangen. Am Rande der Gespräche erklärte Putin überraschend, die Pläne für die South Stream Pipeline seien wegen des Widerstandes der EU derzeit nicht durchführbar. Die Pipeline sollte Gas an der Ukraine vorbei von Russland nach Europa bringen. Der russische Präsident sprach außerdem eine mögliche Kooperation mit der Türkei an, um einen Gasumschlagplatz für Südeuropa zu bauen. Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter und Whistleblower Edward Snowden ist in Stockholm mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichnet worden. Für seinen Mut, so die Right Livelihood Stiftung, das beispiellose Ausmaß staatlicher Überwachung enthüllt zu haben. Snowden sagte per Videoschaltung aus Moskau, die Opfer hätten sich gelohnt. Seit den NSA-Enthüllungen habe sich in Bezug auf Datenschutz weltweit viel getan. Sie hatten gehofft, Edward Snowden würde vielleicht doch zur Verleihung des Preises nach Stockholm kommen. Aber der Mann, der die gigantischen Abhöraktionen der Geheimdienste öffentlich gemacht hat, kann nur aus seinem Exil in Moskau zugeschaltet werden und er berichtet noch einmal über seine Motive. Mir ging es nie darum, unsere Geheimdienste und Ermittlungsbehörden bei ihrer Arbeit zu behindern. Mir ging es nie darum, unser aller Sicherheit zu gefährden. Mir geht es um unsere freie Bürgergesellschaft, es geht um unsere Grundrechte. Gemeinsam mit Snowden wird Alan Rusbridger ausgezeichnet, der Herausgeber der britischen Zeitung The Guardian. Dort waren die Enthüllungen zuerst publiziert worden. Ich bin mehr denn je davon überzeugt, dass Journalismus im Interesse der Öffentlichkeit handeln kann und dass Journalisten frei und unabhängig sein müssen. Mit dem Right Livelihood Award werden in diesem Jahr insgesamt 5 Preisträger gewürdigt, unter anderem die pakistanische Anwältin Asma Jahangir. Sie kämpft seit mehr als 30 Jahren für die Rechte von Frauen, Kindern und Minderheiten, wurde mehrfach bedroht, angegriffen und von den Behörden in ihrer Heimat unter Hausarrest gestellt. Der US-Amerikaner Bill McGibbon gilt als einer der führenden Umweltaktivisten. Er wird ausgezeichnet für sein weltweites Engagement gegen die dramatisch zunehmende Erderwärmung und ihre Folgen. Seinen Preis will Edward Snowden im Übrigen persönlich entgegennehmen, wenn er sich wieder frei bewegen kann. Bis demnächst, wir sehen uns in Stockholm. Ich hoffe, euch bald dort zu treffen, sagt er am Ende seiner Schalte aus Moskau. Im Fall der getöteten Studentin Tutsche haben sich 2 dringend gesuchte Zeuginnen gemeldet. Die beiden Mädchen seien bereits vernommen worden, sagte ein Polizeisprecher in Offenbach. Angaben zum Inhalt ihrer Aussagen machte er nicht. Die 23-jährige Studentin war vor gut 2 Wochen niedergeschlagen worden und erlag später ihren schweren Verletzungen. Möglicherweise hatte sie vor der Attacke den beiden Mädchen geholfen, die von Männern belästigt worden sein sollen. Das spanische Königspaar Felipe und Letizia sind heute zum Antrittsbesuch nach Berlin gereist. Der König bezeichnete Deutschland und Spanien als wichtige Impulsgeber für die europäische Einigung. Am Vormittag hatte Bundespräsident Gauck beide mit militärischen Ehren begrüßt. Nach einem Besuch des Brandenburger Tors und des Bundestages traf das Königspaar am Abend mit Bundeskanzlerin Merkel zusammen. Morgen wird Felipe ein Forschungszentrum in Bielefeld besuchen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 2. Dezember. Dem Süden Deutschlands bringt ein Mittelmeertief Wolken mit etwas Regen und Schnee. In der Nordhälfte sorgt hoher Luftdruck für ruhiges Wetter bei teilweise frostigen Temperaturen. Im Norden ist es heute Nacht zunächst mancherorts klar, dann breiten sich Nebel und Hochnebelfelder aus. Richtung Süden gebietsweise etwas Regen, der im Bergland gefrieren kann. Dort rieselt auch Schnee, das gilt auch am Tag. Im Norden macht der Hochnebel morgen der Sonne nur stellenweise Platz. Der Wind weht schwach bis mäßig, an den Küsten frisch, auf den Bergen sowie an der See starke Böen. Südlich des Mains heute Nacht frostfrei, im Nordosten bis minus 7 Grad. Dort auch morgen leichter Frost, am Oberrhein dagegen bis plus 6 Grad.
Am Mittwoch ändert sich wenig, auch der Temperaturunterschied zwischen Südwest und Nordost bleibt bestehen. Am Donnerstag weitgehend trocken, die Sonne zeigt sich am ehesten im Nordosten sowie an den Alpen. Am Freitag fällt im Nordwesten gebietsweise Regen, im Süden auch Schnee. Um 22.15 Uhr sehen Sie Pina Atalay mit diesen Tagesthemen. Die neue Montagsdemo, immer mehr Zulauf für islamkritische Pegida-Bewegung und der Riesenturm vom Amazonas. 325 Meter für die Klimaforschung. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.